kocht schon mal Tee und sortiert seine vielen Blätter. Die Maike fährt bei Wind und Wetter zum Studio und wieder. Ist es freitags mit einer neuen Folge? Du im Gewusel. Der Gewusel. Hallöchen zur Ruhe im Gewusel. Gewusel, Grusel, Gewusel, Grusel im Gewusel. Für unsere Stammzuhörer, unsere Wuslons, ihr habt es sofort gemerkt, heute einen Tag eher veröffentlicht als sonst. Halloween-Spezial, sage ich mal. Unser Comeback nach einer kurzen Herbstferienpause. Maike, hast du mich vermisst? Total. Ich habe es aber auch ein bisschen genossen, dienstagsmorgens einfach nichts zu tun. Ja, das ist ja, ist das Tun im Sinne von Tun hier, was wir hier machen? Uns geht's ja gut dabei. Geht's sehr gut dabei, aber es ist auch schön, mal keinen Termin zu haben. Ja, das stimmt. Aber das konnte ich sehr gut genießen, auch mit der Sicherheit, dass wir uns ja wieder treffen. Und deswegen konnte ich mich damit wohlfühlen. Hätte ich Angst gehabt, dass wir uns nicht wiedersehen, wäre mir das bestimmt nicht so gegangen. Das ist ja wieder geradezu philosophisch und ich freue mich über diesen Einstieg. Hast du unsere Wuslons schon begrüßt? Ich begrüße sie. Hallo da draußen, Grusel im Gewusel. Naja, so kreativ wie du schaffe ich das natürlich nicht. Ich freue mich, dass ihr wieder da seid und ich freue mich, hier zu sein, lieber Helge. So, ich habe hier noch was. Warte mal kurz. Ich wusste, dass irgendwas kommt. Soll das gruselig sein? Also er ist auf jeden Fall, das Geräusch ist so gruselig. Das ist ein ihr könnt es bei Insta bei uns sehen, ein Skelettlet. Ach guck mal, Maike macht sofort ein Foto. Wir sind immer voll digitalisiert. Kriegst du das hin? Mach mal ein Reel. Was? Nicht zu viel, ein kleines Reel. Ein kleines Video. Ach so. Wir haben aber das Problem, dass deine Kinder hinten drauf sind. Oh, welche Kinder? Ich habe gar keine Kinder. Habe ich immer verschrien. Ja, dann machen wir das gleich nochmal abgesetzt. So, also gut. Oder du schneidest die raus. Hat's noch im Hintergrund. Dieses Ding reagiert auf Bewegungen und hängt bei uns im Flur normalerweise zu dieser tollen Zeit. Aber nicht so ganz kontrolliert, oder? So, okay. Heute das Thema Angst. Habe ich ja auch aussuchen dürfen heute. Das Thema, und da habe ich mich mal ganz frech auf Halloween, hingelegt, das Thema Angst, weil gerade an so einem Tag wie Halloween ja die positiven Aspekte der Angst zutage kommen. Damit die Frage nicht ganz so ernst wird, Maike, habe ich mir das gedacht, weil sonst das Thema Angst könnte ja leicht, wir kommen da gleich zu. Ich könnte mir vorstellen, dass du ein bisschen mit den Augen gerollt hast, als ich gesagt habe, Halloween Angst. Ja? Was hast du gedacht? Nee, ich habe gedacht, das passt zu dir. Ah, das ist die Flucht nach vorne, nenne ich es jetzt mal. Ja, Korken liegt bereit. Es gibt natürlich auch ein paar. Ein Ruhe im Gewusel-Tipp, sofort Durchstarter-Tipp. So, für alle, die wissen, der hat ja wieder mit dem meine Güte. Du bist aus der Übung gekommen. Völlig, ne? Da bin ich einmal im Urlaub, da kann ich nicht mal das Wort Korken aussprechen. Also, kein Urlaub mehr. Zum Beispiel, was hilft gegen Ängste und was gibt es Positives an der Angst? Aber da hast du ja noch ein bisschen Zeit, drüber nachzudenken. Du hast ja drüber nachgedacht. Halloween hilft ja nichts. Wir müssen mit diesem Thema anfangen. Angst und Gruseln als positiven Effekt. Da haben ja nicht nur die Kinder Freude dran, sondern auch Erwachsene. Was ist schön an der Angst? Naja, Angst hat irgendwie eine, ja, wie soll ich das sagen, eine ja ganz faszinierende Doppelnatur. Ne? Auf der einen Seite ist sie unangenehm und kann sehr intensiv sein, aber irgendwie zieht sie uns ja auch an. Und das merken wir bei Halloween, das spüren wir bei Gruselfilmen oder Gruselgeschichten. Und ein Großteil ihrer Anziehungskraft liegt eben in dieser einzigartigen Mischung, eben bei diesen ja, bei dieser gekünstelten Angst, wenn man das mal so sagen kann, Gruselfilme Halloween, aus Aufregung auf der einen Seite und Kontrolle auf der anderen Seite, die wir eben in diesem Erleben von künstlicher Angst verspüren können. Also wir wissen ja eigentlich irgendwie wir sind sicher, uns kann nichts passieren. Und diese Angst in einem kontrollierten Rahmen zu erleben,
Das wirkt ganz oft, ja, paradoxerweise sehr befreiend. Wohliges Gruseln habe ich da im Internet gelesen, oder? Ja, ja, wohliges Gruseln, das entsteht, oder es ist halt so, es zum einen, das führt zur Freisetzung von Adrenalin und Endorphin. Endorphin sind aber auch, ja, Glückshormone, ne? Also Adrenalin ist etwas, was mich in die Aufregung bringt und in die Tätigkeit. Und es ist wie so ein Wachrütteln, ne? Und auf der anderen Seite wird zum Schluss, wenn alles gut ist, ja auch, ich weiß gar nicht, was für ein Hormon das ist, aber dann kommen wir in die Beruhigung, alles ist gut. Das ist wie so eine Belohnung. Und deswegen fühlt sich diese gekünstelte Angst oft sehr wiederholungswürdig an. So kann man es vielleicht sagen. Deswegen also süchtig nach Geistermarkt. Ja, es gibt ja welche, die wirklich so Horrorfilme oder Gruselfilme en masse gucken. Aber ich möchte an dieser Stelle ganz, ganz bewusst sagen, wir tun unserem Nervensystem, wenn wir eh schon angespannt sind, nicht unbedingt etwas Gutes damit. Also das heißt, alle gestressten Leute da draußen, bleibt Halloween zu Hause? Nein, natürlich nicht. Aber gut aufpassen, dass wir uns nicht damit überfordern und noch mehr Anspannung draufsetzen auf unsere Anspannung, die wir eh schon haben. Mhm. Ja, man kann sich auf die Süßigkeiten konzentrieren. Ja, das wird ja auch dazu führen, dass die Spannung wieder sinkt, weil der Zucker natürlich entspannend wirkt in dem Moment. Ei, ach Gott, also irgendwie werden alle meine Thesen hier gerade über den Haufen geschmissen. Zucker ist gut, ich esse gar keinen Zucker oder versuche es so möglichst ein bisschen durch Datteln. Schönen Dattelmus. Deswegen bist du jetzt entspannt oder was? Weil du keinen Zucker mehr isst? Nee, du sagst, ich wäre ja mit Zucker entspannter. Ja, aber also Zucker führt ja wieder dazu, dass Dopamin ausgeschüttet wird und Dopamin ist ein Belohnungshormon und dementsprechend geht es wieder ein bisschen besser. Also erst gruseln, das ist also diese ganze Halloween-Nummer. Dann gruseln. Wissen wir so ein bisschen, was im Körper da auch vorgeht, finde ich ja super immer. Hier, wo habe ich das Teil? Da komm, einmal mache ich noch an. Aber weißt du was, Helge? Ich habe heute auch mal dir was mitgebracht. Nein. Doch. Verpasst das an dieser Stelle? Ja, ich glaube schon. Ich führe doch Regie. Ja, heute möchte ich auch mal mitregieren. Lass mir ein Regie machen. Regie machen. Weißt du, was die Trypophobie ist? Klingt wie trüb. Ist das eine Angst vor trüben Getränken, wenn die im Glas so lange gedümpelte Getränke oder wenn draußen der Nebel steht und ich habe Angst vor Nebel? Nein. Nein. Aber du hast schon richtig, das ist eine bestimmte, sehr spezifische Angst, weil das kann ja auch ein Ausdruck von Angst sein. Das hast du mir mitgebracht? Trypophobie ist die Angst vor kleinen Löchern oder Mustern, wie bei einem Schwamm oder in einem Bienenstock. Ach. Mhm. Ja, okay. Ich lasse mich mal drauf ein, was du mir damit sagen möchtest. Was ist die Pogonophobie? Ich mach mal hier so ein Karteikarten-Ratespiel. Pogonophobie. Ach so, Pogo. Pogonophobie. Bei Dr. Snuggles gab es mal den Pogo-Stab. Der ist doch immer auf so einem Stab durch die Welt gehüpft. Dung, dung, dung. Pogo. Pogo. Ach, interessant, Pogo. Dr. Snuggles. Pogo, Pogis. Öxken, Frosch. Angst vor Fröschen. Nein. Die Angst vor Bärten. Ja. Kann man haben. Ich habe manchmal, da kommen wir gleich noch zu Albträumen. Ich träume von langen Bärten. Nein, so schlimm ist noch nicht. Eine habe ich noch. Zwei habe ja, ich noch. Also, das interessiert die Welt ja da draußen. Also ich habe mir schon beide Begriffe nicht merken können. Du stellst sie nochmal online. Wie hieß das eine? Pogonophobie. Pogonophobie. Die Angst vor Bärten. Ja. Und das erste? Welche war das? Schlumpf. Ah nee, Trypophobie. Trypophobie. Mit Y, nicht mit Ü. Was du alles weißt. So, Turophobie. Turo. Die würde mich persönlich ziemlich... Turbo, Turo? Turo, der Stirn ist Toro, glaube ich. Mhm. Angst vor wilden Stieren. Die Angst vor Käse. Ja. Das ist gruselig. Da müssten wir eigentlich tagesaktuell, ist ja jetzt gerade ein Riesenvorrat an Cheddar-Käse, glaube ich, geklaut worden. Also liebe Leute da draußen, wenn ihr wisst, wer den hat, meldet euch bei uns. Wir haben keine Phobie.
Turophobie. Ich hätte noch eine Phobie. Eine habe ich noch, aber ich weiß nicht, ob ich sie richtig ausspreche. Soll ich ausprobieren? Ja, natürlich. Ich als alter Lateiner knacke das sofort. Das ist die Hippo. Aber. Poto Monstroso Quipedaliophobie. Tja. Hippo was? Hippo Poto Monstrose Pedaliophobie. Ein großes Wildschwein, großes Nilpferd. Ja, nein, das habt ihr da draußen. Hallöchen, habt ihr das schon gemerkt? Maike liest das ab. Diese Überraschung hat sie nicht aus dem Glückskeks gerade rausgepellt. Erzähl. Was ist also Wildschwein? Nee, Hippo ist ein Hippo. Nilpferd. Die Angst vor langen Wörtern. Kleinkinder, Facharzt, Feder, Halterungsbolzen, Stift, Spitze. Schön. Fand ich spitze. So. Guck. Ja. Passt doch fast, oder? Also, was ich damit sagen wollte, nein, dass was, Angst das ist mein sehr Geschenk. Viele Gesichter hat. Entschuldigung, da habe ich reingesprochen. Was wolltest du damit sagen? Angst hat viele Gesichter. Also auf der einen Seite können wir dieses Gruseln, die Angst, die dabei entsteht, bei der wir aber wissen, eigentlich ist das eher eine gekünstelte Angst. Und das ist eine Form der Angst, oder eine Form der Angst, und diese ganz, ganz, ganz spezifischen Ängste wie hier, die sind ja beschrieben worden. Also das heißt, die gibt es wirklich. Ja, na, ja klar. Ja, also das muss man ja auch jetzt ernst nehmen. Da draußen ist ja vielleicht der ein oder andere mit einer sehr exotischen Angst. Genau, genau. Und das ist eine andere Spielart der Angst. Und Angst hat unglaublich viele Gesichter. Und das finde ich wichtig. Wenn wir über Angst sprechen, dass eine Angst auf sich selbst bezogen sein kann, auf einen Gegenstand bezogen sein kann, auf eine Situation bezogen sein kann und dass die sich in ganz, ganz vielen unterschiedlichen Intensitäten ausdrücken kann. Und das finde ich enorm wichtig, weil Angst in unserem Leben sehr oft sehr viel Raum einnehmen kann. Bei aller Flapsigkeit des Einstiegs und in unser Thema hier ist es wirklich höchst faszinierend auch gewesen, sich in dieses Thema reinzudenken. Also ich verrenne mich ja dann, du wirst es mir nicht glauben, ich war nicht mal bei Wikipedia diesmal. Ich verlaufe mich im Internet quasi, ne? Man guckt dann, Angst und dann, wie du, also diese Begriffe bin ich jetzt so nicht drauf gestoßen, aber auf ein paar interessante Statistiken kommen wir ja gleich noch. Natürlich, wir Statistiken finden wir alle interessant. Gibt's bestimmt auch eine Statistik. Angst vor Statistiken. Bestimmt. Und aber genau das. Es beginnt ja, sag ich mal, im Kleinen, wenn man wirklich seltsame Geräusche nachts in der Garage oder im Haus hört, wenn man im Dunkeln allein nach Hause muss, zu Fuß oder mit dem Fahrrad an irgendwelchen Stellen vorbei, wo eben mal kein Licht ist, dann beschleicht einen doch das schon mal die erste Angst. Und im Hellen würde das ganz anders sein. Vermutlich. Also wir haben, ja. Also, dass wir da in diesen Situationen allein nach Hause, nachts irgendwas hören, liegt daran, dass unser Nervensystem, ich weiß nicht, ob wir das schon in dieser Folge über den Vagusnerv gesagt haben, unser Nervensystem oder die Alarmanlage unseres Nervensystems braucht eigentlich drei Dinge, um nicht anzuspringen und um sich sicher zu fühlen und zu sagen, hier ist alles okay. Licht. Nee, ja, so ähnlich. Ah. Also wir brauchen das Gefühl von Verbundenheit, also zu uns selbst oder zu Mitmenschen, das Gefühl zu sein, nicht allein zu sein oder irgendwie lost zu sein. Ne? Also das fehlt da ja schon mal, genau, wenn ich nachts alleine unterwegs bin. Genau, da fehlt mir Verbundenheit. Dann den Kontext. Wir brauchen einen Kontext. Das heißt, wenn ich im Bett liege und auf einmal passiert irgendwas in der Garage, erkenne ich gerade keinen Kontext und das macht mich unruhig. Und das heißt, dadurch wird allein schon unsere Alarmanlage, die streckt schon ihre Fühler aus, so kann man es vielleicht sagen. Und das Dritte, was uns fehlt, sind Wahlmöglichkeiten. Und wenn ich zum Beispiel im Dunkeln einen Weg nach Hause gehe, sehe ich nicht unbedingt Fluchtwege. Und da fehlen mir manchmal Wahlmöglichkeiten. Diese drei Dinge sind eigentlich ausschlaggebend dafür, dass wir in uns ein Gefühl von Sicherheit und Wohlbefinden erzeugen können. Und wenn wir das haben, ist der Weg zur Angst viel, viel höher und viel, viel länger, als wenn wir eh ständig in Hab-Acht-Stellung sind, weil wir entweder das Gefühl haben, mir fehlt der Sinn zu dieser Situation oder ich weiß gar nicht, ich fühle mich gar nicht mehr oder ich bin nicht connected zu anderen oder eben ich fühle mich gezwungen, das jetzt so und so zu tun und habe keine Entscheidungsfreiheit.
Ja, das spricht, du hast es jetzt so ganz kurz weggedingst. Das wäre ja schon fast ein, also ein Tipp. Man kann diese drei Sachen, kann ich ja irgendwie ausschließen auch, ne? Ich kann mir doch, zum Beispiel, wenn ich jetzt so einen Weg habe, den ich dann regelmäßig zum Beispiel nach Hause durchs Dunkle muss, kann ich ja sagen, ich gucke mir mal an, wie ich da wegkäme von dem Weg, wenn es denn irgendwas passiert. Oder ist es nicht so? Naja, das kann man im Vorfeld so ein bisschen, ich sag jetzt mal, abschwächen. Und das wird es auch sein, wenn ich weiß, ich habe da und da könnte ich abbiegen oder ich habe die und die Möglichkeit, jemanden anzurufen, der mich unterstützt, dass ich nicht alleine bin, sprich Verbundenheit herzustellen. Das hilft auf jeden Fall. Und trotzdem werden wir aufgrund, wenn es dunkel ist und es allein ist, werden wir trotzdem etwas vorsichtiger sein, weil es eben nicht das ist, was wir kennen auch. Ne? Also alles, was neu ist oder was anders ist als wir es gewohnt sind, ruft erstmal ein Stück weit Unbehagen vor und in uns hervor und führt eben dazu, dass unser Nervensystem sehr, sehr genau schaut. Und da gibt es ja dieses Konzept von, ja, ich muss jetzt einmal dieses blöde Fremdwort nehmen, Neurozeption. Wir haben etwas in uns, was die ganze Zeit unseren, also in unserem Innern oder im Außen unbewusst abscannt. Fühlen wir uns sicher? Ist da Sicherheit? Können wir Sicherheit erkennen? Und wenn es dunkel ist, fehlt uns diese Neurozeptionsfähigkeit nach außen, weil wir wenig sehen können. Also für ein Sinnesorgan, für das wichtig ist für die Neurozeption, für die Aufnahme oder für die Bewusstheit von Sicherheit, wird ja quasi ausgeschaltet im Dunkeln. Und schon, das reicht schon, um Unbehagen hervorzurufen. Ja, aber da sind wir ja genau da. Das heißt, es ist ja eine körperliche Ursache. Ja, aber wir können halt auch gehen, dass wir können auch drüber nachdenken, dass uns jeder Ich-muss-Satz oder Ich-darf-nicht-Satz Wahlmöglichkeiten nimmt und dadurch Unbehagen in uns hervorruft. Oder dass alles, was wir, wenn wir etwas tun, wo wir denken, wofür tue ich das eigentlich, also den Sinn für uns nicht wirklich erkennen können, dass es uns den Kontext nimmt und wir uns deshalb unbehaglich fühlen. Also es ist, ne, es ist ja eine sehr spezielle Situation, der Weg nach Hause im Dunkeln. Aber wir können auch uns eben, das meine ich mit der Vielseitigkeit von Angst. Also wenn wir uns im Alltag aufgrund von Stress selber nicht mehr spüren und unser Körper oder diese Neurozeption, eben diese Wahrnehmung von Sicherheit in uns nicht mehr wirklich da ist, weil da immer Hektik ist oder weil da immer Unruhe und Anspannung ist, so kann nur aus dem Körper heraus eine Wahrnehmung entstehen, hier stimmt was nicht, weil der Blutdruck ist hoch, die Muskeln sind angespannt, ich habe ein unruhiges Gefühl im Magen und schon ist diese Alarmanlage, die wir haben und dann eben Angst auslöst, sehr, sehr sensibel, sehr, sehr sensitiv. Und löst vielleicht auch mal aus, obwohl gar keine Gefahr besteht. Das war ja jetzt sehr plakativ, meine Angst oder Ängste, die ich da in den Raum gestellt habe. Das sind ja so die Alltagsängste. Aber wenn ich da jetzt gerade mal höre, können ja ganz andere Themen, die ich ja vielleicht gar nicht so auf dem Schirm habe, Ängste sein. Absolut. Da, du atmest schon so durch, als wolltest du jetzt direkt ein Beispiel bringen. Ich will's hoffen. Ja, also raus, ähnlich. Raus, bitte. Also im Endeffekt, anders gesagt, ich habe das Buch von Neil Donald Walsh, Gespräche mit Gott, hat mich das erste Mal dazu gebracht, über die Ursprünge von Emotionen nachzudenken tatsächlich, weil der sagt, und er ist nicht der Einzige, im Endeffekt gibt es nur zwei Grundemotionen, Angst und Freude oder Liebe. Und dass alle anderen Emotionen, Scham, Schuld, Ärger, Wut, alles eigentlich auf Angst beruht. Und ich muss sagen, bis auf bei Trauer muss ich dem zustimmen. Denn mal am Beispiel von Wut. Wut setzt sich ganz oft auf eine Angst drauf. Der Ursprung von Wut ist oft die Angst davor, dass einem etwas weggenommen wird, dass man beschädigt wird. Und Angst ist ja eher so eine schwächende Emotion und Wut ist eine stärkende Emotion und Wut fühlt sich besser an als Angst. Das, wie alles, was ich sage, das ist nicht immer 1:1, aber in vielen Fällen finde ich das ganz, ganz wichtig, wenn man sich oft selber als wütend erlebt oder sich oft ärgert, mal zu fragen, gibt es eigentlich eine Angst, die dahinter steckt?
spannend, es so runterzubrechen. Ich würde jetzt gern bei, aber das machen wir mal an anderer Stelle, bei Trauer nachfragen, warum du die da nicht siehst. Das ist ja auch die Angst vor dem Ungewissen, ne? Die Verlustangst vielleicht. Mhm. Oder? Ja, aber Trauer ist, finde ich, eine ganz spezielle Reaktion, die ist sehr komplex und da hat Angst definitiv auch einen Raum. Aber Trauer hat viel auch mit damit zu tun, etwas loszulassen. Und das ist nicht nur die Angst. Ist komplexer als mal jetzt in einem Satz das so wegzubügeln. Genau. Ne? Und das gehört zu genau. den Ängsten. Ne? Also es kann aber sein, dass zum Beispiel Traurigkeit mit Angst gemischt ist. Also Traurigkeit und Angst und Trauer muss man auch nochmal voneinander abgrenzen, finde ich auch wichtig, aber das gehört jetzt heute vielleicht gar nicht hierher. Ne? Aber wie gesagt, bei allen Emotionen, Scham ist oft die Angst, nicht mehr dazuzugehören oder sich gesellschaftlich so weit, so daneben benommen zu haben, dass man eben nachher in die Einsamkeit rutscht. Also Scham ist ja eine soziale Emotion, oder Schuld, ne? Durch sein Verhalten etwas so stark oder ein Verhältnis so stark in Frage gestellt zu haben oder geschädigt zu haben, dass diese Beziehung zerbricht. Und da steckt, also wie gesagt, ich habe mich damit selber für mich beschäftigt und ich konnte bei mir, bei sämtlichen Emotionen, die ich spüre, immer. Ich kann nicht immer eine Angst identifizieren vor irgendetwas. Ah ja, also das und muss man dazu das Buch von Neil Donald Walsh lesen oder wäre es schon ein Tippchen? Müssen tut man das muss, gar nicht, müssen, aber es muss ist man sehr gar lebenswert. Nichts. Natürlich es ist sehr, nicht, sehr Leute lebenswert. Da draußen. Vor allen Dingen, weil es auch mal einen anderen Blick auf die Religion wirft, nämlich frei von, ich sag mal, Dogmatismus und von diesen ganzen Metaphern und wie die Religion in der Bibel oder mit der Bibel und von der Kirche her aufbereitet wird. Aber man kann sich einfach bei vielen Dingen, das habe ich daraus mitgenommen, er stellt die Frage, bei den Dingen, die ich tue, tue ich das aus einer Liebe zu etwas oder aus einer Angst vor etwas, das, was ich tue. Und das aber wirklich eine große Veränderung. Und das tue ich, das frage ich mich immer noch. Wenn ich etwas tue, was ich vielleicht selber gerade nicht verstehe, warum mache ich das um? Weil ich etwas liebe und dann erfüllt es ja auch mein Herz, dann öffnet es mein Herz oder tue ich das, weil ich Angst vor etwas habe und dann fühlt sich das auch gar nicht so gut an. Das merkt man ganz schnell. Man merkt das wirklich an einer körperlichen Reaktion. Ja, das ist, sollte man sich häufig fragen, ne? Klar, es ist ja bei beruflichen Dingen, steigen wir da mal wieder ein, aber wenn ich irgendwelche Aufträge habe, ich vielleicht, die man annimmt oder ich nehme den Job an, weil ich Angst habe, natürlich keine Knete mehr zu haben, keinen Job mehr zu haben. Also verkaufe ich ab morgen Snickers an der Tankstelle, weil ich anstatt etwas zu haben, wo ich mich vielleicht drauf lieber freuen würde, was meiner Ausbildung entspricht, was auch immer. Ne? Mhm. Also. Und dann kann man sich fragen, wenn die Antwort, eigentlich mache ich es Angst vor etwas. Also eigentlich macht das, keine Ahnung, ich mache jetzt eine Stunde Sport, nicht weil ich Sport liebe, weil ich Angst davor habe, dass sonst die Schokolade von gestern Abend sich auf meinen Rippen absetzt. So, sage ich es mal ganz praktisch. Und dann kann man sich dann fragen, okay, wenn ich die Gewissheit hätte, dass diese Schokolade von gestern Abend sich nicht auf meinen Rippen absetzen würde oder auf meinen Hüften ablegen würde, würde ich dann auch Sport machen? Dann kommt ganz oft die Antwort eben nein. Also wenn ich mich wirklich fragen würde, wenn ich die Gewissheit hätte, dass und dann eben, dass diese Angst, die ich hier habe, nicht eintritt oder eintreten wird, würde ich dann dasselbe machen? Und da kommt dann ganz oft eben die Antwort nein. Und dann kann man sich weiter fragen, was würde ich denn stattdessen machen? Und schon ist man in dem, was man eigentlich macht. Ja, super. Das heißt, alle gucken nur noch Netflix, Amazon, klassisches TV und machen keinen Sport mehr, weil sie sich das jetzt gefragt haben, ne? Das kann sein, glaube ich aber nicht. Es kommen ja, was sind es, 250 Stunden im Jahr an Sport zusammen, wenn man es so richtig fies, passt das? Ja, also 200 Mal, wenn man so ein bisschen joggen geht und ein bisschen schwimmen geht und dann teilt das mal durch die Tage. Dann sind es 10 Tage im Jahr.
die man mal eben an Sport investiert, da muss man ja schon Bock haben, ne? Also ganz runtergerechnet. Ja, aber man kann das Ganze, also wenn man, es kann ja auch andere Werte geben, die, ich sage jetzt mal, die sportliche Aktivität anfeuern können. Nämlich hin zu mehr Gesundheit, weil ich, also ich mache Sport, weil ich meinen Körper liebe oder weil ich gesund sein will. Also die Liebe für etwas. Das heißt, ich kann meine Motivation verändern, indem ich, wenn ich merke, ich wehre mich immer dagegen, joggen zu gehen. Ich habe einen riesigen Schweinehund. Da mal ehrlich zu gucken, okay, warum gehe ich eigentlich jetzt joggen? Okay, weil ich Angst habe, dass ich sonst zu dick werde, sagen wir es mal so. Wie kann ich aus dieser Angst, also auf eine Angst vor, ein Liebe zu oder Freude auf? Weil ich das mich gerne draußen bewege, weil ich gerne draußen in der Natur bin. Vielleicht muss man auch nochmal schauen, muss es Joggen sein? Wie auch immer. Aber ehrlich zu sich zu sein und zu sagen, das, was ich jetzt gerade mache, geschieht nicht aus einer Motivation heraus, die mein Herz öffnet und mir Freude schenkt, sondern die mich eigentlich wegbringen soll von einer Angst. Und das ist was ganz anderes. Also sprich, durch ehrlich zu sich selbst sein, werde ich schon mal, könnte man einen ganzen Schwung Ängste loswerden. Ja. So diese Alltagsängste, die ich vielleicht noch gar nicht als Ängste identifiziert habe. Ne? Ja. Also. Und wir leben alle mit ganz vielen unbewussten Ängsten, blöderweise, weil unser Alltag sehr darauf auch ausgelegt ist. Ne? Wir denken mal nur an alle Versicherungen. Die sollen uns ja auch gegen ganz viele Ängste eigentlich schützen und versichern. Da steckt das Wort Sicherheit drin. Ne? Und, ja, das ist was Gutes, ne? Ja, und das bestreite ich auch gar nicht. Ich bin auch sehr froh, dass ich gut versichert bin. Aber auch zu erkennen, dass viele Ängste entstehen, weil wir, also das Nervensystem ist ja nicht nur, geht ja nicht nur in eine Richtung. Wenn wir ständig in Anspannung sind, weil wir immer sehr viel arbeiten oder es immer unruhig um uns ist, entweder weil wir ständig uns beschäftigen mit Handys oder es lärmt oder keine Ahnung was, dann ist der Weg, dass wir eine Angst entwickeln oder Angst spüren, viel kürzer, als wenn wir grundsätzlich etwas entspannter sind und ja auch, also resilienter nennt man das in der Psychologie, dieses Gefühl, ich komme schon mit dem klar, was da auf mich zukommt. Also ich kriege das schon gewuppt. Schnippt man ja nicht so ohne weiteres an, das Ganze, ne? Auf gar keinen Fall. Oder, nein. Hoffe ich ja, dass wir da noch so ein bisschen gleich von dir zumindest, also es muss ja kein Sofortdurchstarter-Tipp sein, aber ein Weg in die Richtung. Mal schauen. Korken liegt ja hier. Wir vertiefen uns ja zum Thema Angst und wir dürfen es, da kommt ja Angst in Träumen auch immer ganz schnell. Also das fand ich ein spannendes Feld, weil die ja, es gibt ja so Leute, die deuten dann die Träume und da ist meine Umfrage, von der ich vorhin mal so gesprochen habe, oder die Statistik. Genau, trink dir mal einen Schluck. Da wird man das so laut. Und da war eine Umfrage oder Statistik zum Thema, wir haben die auch in den Shownotes, wovon handeln Ihre Albträume? Und da machen wir jetzt mal eine kurze Pause. Also wir reden ein bisschen was, aber die Leute jetzt beim Joggen, beim auf dem Sofa, unserem Podcast Liebe Wuslons bei Ruhe im Gewusel, könnt ihr jetzt mal überlegen, wovon handeln eure Träume? Das war nämlich da diese Frage. Und Albträumchen schon mal gehabt, Maike? Du doch nicht. Doch. Ja, was bist du vom Hochhaus gefallen? Ich habe, also wenn ich so Nachtalbträume habe, dann ist das echt oft mit diesem sogenannten Nachtschreck verbunden. Kennst du das? Also sitzt du plötzlich im Bett und wachst auf? Nee, du fühlst dich so, du denkst so, du darfst dich nicht bewegen, du darfst nicht atmen, du darfst dich nicht bewegen, du musst denken, dass du tot bist. Oh. Ja, bis was man dann irgendwann merkt, okay, nee, ist alles gut. Also. Ach so, dann sitzt du auch wirklich im Bett und denkst. Ich liege. Ah, das ist schon mal gut. Also so, also ich liege dann aber ganz starr und mein Atem geht kaum, weil ich denke, das ist dann so dieser Übergang, glaube ich, zwischen Schlafen und Wachsein. Und dann irgendwann werde ich wach aufgrund dieses Schrecks. Und weil ich mir im Traum auch sagen oder im Schlaf auch sagen kann, es ist nur ein Traum, werd mal wach und guck dich mal um. So, guck mal. Aber es ist. Ich erinnere mich noch an ein Träumchen, ein Albtraum, also so sage ich jetzt. Träumchen. Ja. Ein Albtraum, aus, den ich in der Kindheit hatte, den ich bis heute noch weiß, dass es ihn gibt. Und ich hatte ihn vor ein paar Jahren mal wieder,
konnte aber da, also das ist schon spannend, wie lange man sowas dann auch so mit sich rumträgt. Ne? Also, ich habe früher oft vom Krieg geträumt, interessanterweise, dass ich irgendwo im Haus gehockt habe und über uns die Flieger wegfliegen. War mal eine Erzählung wahrscheinlich Ursache oder das muss man sein, irgendwie drauf gekommen sein? Ich glaube tatsächlich, dass hinter unserem Haus ein Flugzeug mal abgestürzt ist, damals im Krieg, also hinter meinem Elternhaus. Das kann daher kommen. Ja, und das ist sowas, was dann immer... Oder wir haben das Phänomen der Wiedergeburt und ich habe sowas mal wirklich erlebt. Das weiß man ja auch nicht. Ja. So, zurück. Wovon handeln Ihre Albträume? Da war also Mehrfachnennung möglich und 37,7%, also mehr als jeder Dritte, träumen von Stürzen in die Tiefe. Mhm. 26% verfolgen, werden durch andere Menschen verfolgt. Und auch wieder auf 25%. Also, du hast es auch nachgeguckt, oder? Nein, aber also, diese Unfähigkeit, sich bei Gefahr zu bewegen, genau das ist das. Ach so, das ist das im Grunde. Genau. Oder, also das, was mir jetzt gerade. Ach so, das ist das Dritte jetzt. Genau. Du hatte ich dir ja da, genau. Genau. Unfähigkeit, sich bei Gefahr zu bewegen. Ich sehe das gerade, genau. So das ist nämlich das, was ich auch ganz oft träume, dass ich hier irgendwie eine Rettungsnummer wählen will und nicht tippen kann. Oh, ganz schlimm. Oh, das ist wirklich, ja, das ist gruselig. Genau, das ist wirklich ganz schlimm. Verschwinden, Tod einer nahestehenden Person, Szenen aus Filme, Unfähigkeit, Arbeitsfertigstellung. Das sind ja im Grunde dann wird's. Also die Träume wie sind ja vielfältig, Versagen bei Prüfungen. Ja, aber was sagen denn Albträume aus, Maike? Wenn ich dich schon mal hier habe. Muss man jeden einzeln auf die Probe legen oder gibt es so mal eine Standarderklärung für wer stürzt aus Sturz in die Tiefe? Weil das ist. Also es gibt ja tatsächlich eine Website oder mehrere bestimmt auch, die Träume. Also sagen wir es mal so, aus der psychologischen Sicht, Sigmund Freud hat die Träume ja gedeutet, in unterschiedliche, die Symbolik der Träume gedeutet. Da bin ich aber ehrlich gesagt überhaupt nicht bewandert drin. Man kann, machen wir mal irgendwann aber. Ja, aber man kann aber auch, wer Lust hat, der kann das einfach mal eingeben, Traumdeutung. Und da gibt's wirklich einige Seiten im Internet, da kann man einfach mal schauen. Ich glaube, Zähne verlieren zum Beispiel ist so, dass man keine Entscheidung treffen will oder kann, irgendwie sowas in der Richtung. Aber also aus der psychologischen Sicht sind wiederkehrende Albträume eigentlich oft oder gelten die als Ausdruck unterdrückter und ungelöster Konflikte. Intrapersoneller Konflikte, also Konflikte, die ich mit mir selber habe, oder interpersoneller Konflikte, Konflikte, die ich mit anderen Menschen habe. Sie sind quasi so eine Art Botschaft des Unbewussten oder Unterbewussten, die eben versuchen oder die versucht, Aufmerksamkeit auf dieses Thema zu lenken, was vielleicht im Wachzustand ignoriert wird, verdrängt wird. Und und die Albträume können aus der Sichtweise der Psychologie eben auch ungelöste Konflikte oder traumatische Erfahrungen durch bestimmte Bilder oder Erlebnisse symbolhaft dargestellt werden. Also die helfen auch bei der Verarbeitung von prägenden traumatischen Ereignissen. Aber das Symbolhafte finde ich ja daran irgendwie, das muss ich ja doch irgendwie dann gedacht haben. Also irgendwie muss ja so man. Symbolhaft findet ja oft auf einer anderen Ebene statt. Mhm. Da sind wir in der spirituellen Ebene. Auch da gibt es tatsächlich eine Deutung oder Bedeutung von Träumen. Ne? Dass, also einige spirituelle Traditionen sehen das eben als Botschaften von spirituellen Führern. Ah ja. Finde ich auch ganz spannend. Oder eben aus dem kollektiven Bewusstsein, dass die Träumer quasi auf etwas hingewiesen werden sollen, was ja in deinem Leben geändert oder ja bewusst gemacht werden soll. Also im Endeffekt ist das sehr nah zur Psychologie, ne? Dieses Verdrängen, Themen nicht verdrängen. Und dass quasi Träume auch Impulse für Veränderung, für Transformation liefern können. Ne? So ein Traum, der dann einfach auftritt, manchmal denkt man da drüber nach. Und das kann im Unterbewussten oder Unbewussten halt auch zu Veränderungen führen, zur Veränderung von Glaubenssätzen, zur Veränderung von Meinungen. Einfach weil wir da ja frei vom Verstand
eben symbolhaft etwas erleben. Also wenn ich immer wieder dasselbe träume, denselben Albtraum, sage ich mal, habe, sollte ich mich bei Tag dann mal mit auseinandersetzen. Ja. Das wäre schon mal. Also man sagt ja auch, dass es hilft, wenn man sich das, genau, wenn man sich das nach dem Schlafen direkt aufschreibt, was man geträumt hat und welche Gefühle dabei entstanden sind. Mhm. Was hat, schreibe ich jetzt direkt auf, was hat man geträumt und welche Gefühle sind dabei entstanden? Nimmt man wahr, genau. Manchmal ist das, oder körperliche Empfindung, manchmal ist das Zuordnen von klaren Emotionen ja auch schwierig. Dann ist es vielleicht etwas, was so körperliche Empfindungen wie Druck oder wie, ich sag jetzt mal, innere Unruhe, sowas einfacher zu beschreiben. Also das mal aufzuschreiben, was man gerade in sich wahrnehmen kann. Dann hat man das schon mal nachher beackert und dann vorm Schlafen gehen, weil ich befürchte ja, wenn man fünfmal denselben Albtraum in der Woche gehabt hat, dass man am sechsten Tage sich da vorher schon wieder so viel Gedanken macht. Oh, das ist dann die Somniphobie, heißt das, glaube ich, die Angst vor dem Schlafen. Ja, ja, das Problem ist tatsächlich, dass dadurch Schlafstörungen natürlich entstehen können, wenn ich Angst habe, dass ich eben wieder schlecht träume. Das ist eben auch, schlecht träumen ist halt, oder ein unruhiger, schlechter Schlaf mit inhaltvollen Träumen, sage ich mal, oder negativ inhaltlichen Träumen, ist natürlich auch Folge von Stress und Überforderung. Das darf man auch nicht sagen und kann so einen Teufelskreis führen, ne? Also auch unter anderem aufrechterhalten oder ausgelöst durch zu spannende Filme abends, weil wir nehmen das mit. Filme, die wir gucken, ich muss jetzt nicht, also ich nehme jetzt mal den Münster-Tatort raus, aber wenn wir so Splatterfilme oder sowas ja. uns anschauen oder wirklich spannende Krimis, die fördern Albträume, weil wir die Energie mitnehmen von diesem Film, die Spannung mitnehmen von diesem Film in den Schlaf. Also den lieber morgens gucken. Besser wär's. Ja. Da waren ja jetzt, was es so sonst für Ängste gibt. Wir können das hier in unseren 45 Minuten natürlich immer nur ankratzen, aber ein bisschen tief kommen wir ja. Also jetzt waren bei dieser Umfrage ja schon mal einige dabei, die ja nicht nur Schlafträume, Ängste sind, sondern Verschwinden, Tod einer nahestehenden Person kann ja auch tagsüber eine Angst sein oder Unfähigkeit, die Arbeit fertig zu bekommen oder Versagensängste, nicht nur bei Prüfungen. Ja, und da habe ich natürlich eine weitere Statistik gefunden, die will ich euch nicht vorenthalten. Klick, klick, hurra, die befindet sich in den Shownotes. Da geht es halt um steigende Lebenshaltungskosten oder das, was man die Wohnung nicht mehr bezahlen kann. Zukunftsängste, nenne ich es mal. Ja, sind das so auch so Ängste, die so in deiner Wahrnehmung so als Psychologin oft auftauchen? Oder? Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir hier mal unterscheiden, dass es vielleicht eben diese unterschiedlichen Zustände von Angst gibt. Es gibt in der Psychologie den Begriff, der ist Angst-State und Angst-Trait. Und Angst-State, also diese sogenannte Zustandsangst, bezeichnet eigentlich eine, ja, situationsabhängige Angst. Die tritt vorübergehend auf und ist auch bestimmten Situationen zugeordnet, also wie zum Beispiel vor Prüfungen oder Angst vor der Zukunft, Existenzangst, ne? Also die ist eigentlich eine oft rational, muss nicht rational sein, aber die kann man rational begründen, sehr, sehr oft. Und so ein State-Zustand kann sich zum Beispiel zu einer irrationalen Phobie weiterentwickeln, wie zum Beispiel die Angst vor Spinnen. Also Spinnen sind ja per se, zumindest in unseren Breitengraden, nicht unbedingt mehr tödlich. Und trotzdem kann es zu einer sehr ausgewachsenen Spinnenangst kommen. Das ist dieser Angst-State, dieser Zustand der Angst, der sich auf etwas bezieht. Das kann auch eine Angst sein, nicht genug zu sein. Ne? Ah ja, das können alles. Also für die Prüfung nicht genug gelernt zu haben, nicht kompetent genug zu sein und so. Das ist der Angst-State-Zustand. Und dann gibt es aber auch Angst-Trait, Angst als Persönlichkeitsmerkmal. Und das beschreibt eigentlich eine dauerhafte und situationsunabhängige Angstbereitschaft in mir. Menschen mit einem hohen Angst-Trait, so wie man das nennt, neigen dazu, in vielen Lebenssituationen
verstärkt ängstlich oder besorgt zu reagieren. Die machen sich viele Sorgen, ganz unabhängig von der aktuellen Lage. Also die haben, obwohl sie wohlhabend sind, eventuell Existenzängste, obwohl das zu keinen, also obwohl es rational gar nicht erklärbar ist. Und es läuft immer so ein Teppich von Angst mit, oder die, ja, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen, so ein Rauschen von Angst mit. Und das bedeutet eigentlich, dass ihr Nervensystem ständig und immer in Alarmbereitschaft ist und viel Zeit damit verbracht wird, das Leben möglichst vorhersehbar zu machen, möglichst geplant verlaufen zu lassen, um sich dann eben nicht so ausgeliefert zu fühlen. Das ist ja eigentlich dann der Sinn und Zweck des Verhaltens. Und da kann man da jetzt so allgemein Ansätze finden, sowas zu lösen, oder kommt man da um eine 1:1 Beratung nicht mehr drumherum, sage ich mal? Das ist ganz, ganz individuell. Also man muss immer wirklich genau schauen, wie sehr schränkt mich meine, also wenn man jetzt von der WHO ausgeht und von, da gibt's ja die ICF, also die Klassifikation des Funktionsniveaus, kann man eigentlich sagen. Also es bedeutet, wie sehr schränkt mich meine Angst eigentlich, oder die psychische Belastung, die aufgrund der Angst entsteht, in der Durchführung meiner Rollen, in meiner Funktionshaftigkeit ein. Also wenn ich nicht mehr aus dem Haus gehen kann zum Beispiel, weil ich eine soziale Phobie entwickelt habe und immer ständig denke, die Leute reden schlecht über mich, oder ich habe Angst, überfahren zu werden, oder ich lasse meine Kinder nirgendwo hin, weil ich Angst habe, denen könnte was passieren, oder. Und ich schränke damit mein Leben oder das Leben der Menschen über die Maßen durch diese Angst ein, ich fühle mich angeschränkt oder ich leide unter dieser Angst, dann ist es sehr, sehr, sehr wichtig, dass man sich Hilfe holt, dass man sich Unterstützung holt in Form von Psychotherapie. Kann ich denn selbst dann reflektieren, wo ich auf so einer Klassifikationstabelle, ist die überhaupt für Otto Normalo zu lesen, oder und bin ich dann noch in dem Zustand, dass ich das selbst beurteilen kann? Vermutlich erstmal schon. Oft schon, aber manchmal hindert mich ja eben auch meine Angst, mir Hilfe zu holen. Das ist das große Problem, ja. Also Leute da draußen, achtet auf eure Buslons neben euch sozusagen. Ja, ganz wichtig, genau. Und das andere ist eben, wenn wir situationsunabhängige Angst haben, oder wir können etwas dafür tun, eben um das Angstniveau oder nicht so schnell dieses Angstniveau zu erreichen. Und da sind wir wieder bei Achtsamkeit, da sind wir wieder bei Entspannung, da sind wir wieder bei bewusster Lebensführung. Also wenn ich ein entspanntes Grundniveau habe in mir und ich mich grundsätzlich in meinem Leben wohl und sicher fühle, dann ist der Weg zur Angst viel größer. Also da kann ich schon etwas machen, ich sag mal, was mein Allgemeinbefinden beeinflusst. Und interessanterweise auch in der Angsttherapie, also wenn man psychotherapeutisch in der Angst arbeitet, sind oft Achtsamkeitsverfahren, begleitende Verfahren, um eben das Gesamtniveau zu senken und um dem Körper beizubringen, Angstzustände, Anspannungszustände zu regulieren über Atem, über Bewegung, was auch immer. Ja, alleine mit dieser Lebensweise, nenne ich es jetzt mal, bin ich ja auch schon bewusster im Umgang mit mir und merke ja schon eher oder höre mehr in mich hinein, erfahre ja vielleicht auch, wo sind meine Ängste. Genau. Also es gibt ein, was mir da gerade, ich muss da jetzt mal reingrätschen, weil. Du grätschst gar nicht rein. Du warst schon fertig. Ich war fertig. Natürlich. Obwohl du Luft geholt hast. Ich mach mal in den Geist. Es gibt im Buddhismus ein ganz, ganz tolles Gleichnis oder eine ganz, ganz schöne Geschichte. Und vielleicht, also es geht darum, ich kann das jetzt gar nicht wörtlich wiedergeben, aber es geht darum, in diesem Gleichnis, dass ein Wanderer, Gedanken verloren, einen schmalen Weg entlang ging und dann plötzlich quasi stehen bleibt, weil er auf dem Boden eine dunkle Gestalt entdeckt und denkt, das ist eine Schlange. Und das Herz pocht, also alle Signale der Angst in ihm steigen auf, Herzpochen und ja, Fluchtreaktion, Fluchtmechanismus. War ja auch das mit dem Apfel damals, die Schlange. Ja, das ist jetzt so klar, dass man Angst hat vor einer Schlange. Und dann fängt er an, seinen Blick zu schärfen und guckt sich das Ding, was vor ihm da auf dem Boden liegt, mal genauer an und sieht, das ist nur ein zusammengerolltes Seil. Ach. So.
Und dieses Gleichnis zeigt eigentlich, dass unsere Ängste ganz oft eben auf einer inneren Fehlinterpretation basieren. Also gerade diese Angst als Trait, also als Persönlichkeitsmerkmal, ist oft dadurch gekennzeichnet, dass wir viele schon Überzeugungen, Meinungen, rein, Glaubenssätze denken. Haben, die eben das, was wir im Außen erkennen, als angstvoll bewerten. Ne? Und tatsächlich aber existiert diese Bedrohung nur in unserer Wahrnehmung aufgrund unserer Glaubenssätze und nicht aber in der Realität. Und da ist es, das ist ganz wichtig, oder das ist, deshalb kann uns Achtsamkeitstraining dabei helfen, dass wir immer wieder auch die Fähigkeit erlernen, unsere inneren Interpretationen zu erkennen. Ja, das gerade wenn wir so Dinge haben, wo wir vielleicht im Austausch mit anderen sind und wir uns selbst total darüber aufregen und denken, wieso macht sich denn XY darüber keine Gedanken? Weil es ganz oft ist, dass XY eine ganz andere Interpretation von dieser Sache hat und sich aufgrund dessen gar keine Sorgen darüber macht und das überhaupt nicht als bedrohlich für sich empfindet. Also durch Achtsamkeit, da sind wir doch schon fast gekommen. Ich befürchte auch so langsam zum Ende unserer heute Gruselruhe im Gewusel. Und würde jetzt da bei diesem Thema Achtsamkeit ja bleiben, wie sie uns konkret helfen kann bei Ängsten. Also eine achtsame, allgemein globale, achtsame Lebensweise. Da strebt ja vielleicht jeder, der uns hier heute zuhört, schon irgendwie nach, weil sonst würde er uns vielleicht nicht hören. Aber wie First Steps? Ja, First Steps, also ich glaube, man muss noch mal wissen, dass Achtsamkeit ist ja irgendwie eine übergeordnete Fähigkeit. Und Achtsamkeit hilft uns aber eben zu erkennen oder uns zu bewusst zu machen, wo wir uns unbewusst zuvor unbewusst durch Ängste haben leiten lassen. Der enorme Ehrgeiz zum Beispiel, vielleicht nur ein Ausdruck einer Angst, nicht gut genug zu sein, oder ein übertriebener Fleiß, vielleicht nur ein Zeichen der Angst davor, nicht genug zu tun, um etwas zu verhindern oder um etwas Bestimmtes verdient zu haben, oder eine Angst, nicht genug zu bekommen, kann sich in Neid und Missgunst äußern. Und hinter den meisten unangenehmen oder belastenden Emotionen, wie ich anfangs schon sagte, steckt meistens irgendeine Angst. Und die Fähigkeit, dahin zu schauen, erfordert Achtsamkeit schon alleine. Ne, also die Fähigkeit, sich damit auch mal auseinanderzusetzen, ohne sich von den Emotionen überrollen zu lassen, sondern in so einer Beobachterposition zu bleiben, was erkenne ich da gerade in mir, ohne sich davon überrollen zu lassen, vereinnahmen zu lassen. Also wieder aus meiner Haut heraus mich mal gegenüber einen Tisch setzen und gucken, wie bin ich. Ja, und da gibt es die sogenannte RAIN-Methode. Das können wir vielleicht so als, Moment, hol mal eben deinen Korken hier, mach mal. Nun kommen die Sofort-Durchstarter-Tipps. Und dann ist nur einer. Heute kommt ein Sofort-Durchstarter-Tipp bei Ruhe im Gewusel. Genau. Also es gibt die sogenannte RAIN-Methode, RAIN wie Regen. RAIN-Methode, schreibe ich mir gleich mal auf. Wie Regen. Wie Regen. Und das ist so ein sehr strategisches, strukturiertes Vorgehen, wenn man sich eben mit Emotionen beschäftigen möchte, die man auch eben bei Angst gut anwenden kann. Und das erste ist, RAIN für recognize bedeutet erkennen. Also Moment mal Zeit nehmen, um bewusst zu spüren, wie fühlt sich die Angst eigentlich gerade an? Was fühle ich in dieser Angst? Wo fühle ich Angst? Schnürt die mir den Hals zu, macht die den Bauch unruhig oder spanne ich meine Muskeln an? Ne? Also, und dann auch klar benennen können. Ich habe Angst und das spüre ich da und da und da. Um das Ganze so ein bisschen greifbarer zu bekommen. Das zweite ist, erlauben. Erlauben diesem Gefühl, dieser Angst da zu sein, ohne sie zu bewerten oder so zu unterdrücken. Es ist in Ordnung, dass ich Angst habe. Und da kommen wir nämlich schon. Ist in Ordnung ist schon das I? Nein. Nein, es ist in Ordnung, dass ich Angst habe, weil wir oft ja dazu neigen, unangenehme Gefühle ganz schnell wegzubringen. Zu sagen, ich mache jetzt was anderes. Ich esse jetzt ein Stück Schokolade oder ich gehe arbeiten oder mache sonst irgendwas. Nein, erlauben diese Angst da zu sein, um sie zu fühlen zu lernen und eben zu lernen, die packt mich gar nicht jedes Mal und bringt mich jedes Mal in einen außer Kontrolle, sondern ich erlaube ihr da zu sein
Und ich weiß, dass ich ihrer Herr werden kann. Das steckt da eigentlich auch so ein Stück weit hinter. Das dritte ist investigate, untersuchen. Ja, frag dich, was genau diese Angst oder was genau diese Angst ausgelöst hat. Was steckt hinter der Angst? Gab es vielleicht Situationen oder einen Kommentar, der dazu geführt hat, dass auf einmal diese Angst oder dieses Gefühl in dir aufgestiegen ist? Jede Sache auf den Grund. Und Angst kann sich ja zum Beispiel auch in Zweifel äußern. Also eine ganz, oder in ersten, ich sag jetzt mal, oder in Sorgen. Also Angst hat, wie gesagt, viele Gesichter. Und zwischen, ich sag mal, ersten Sorgen und einer Panikattacke liegt ein enorm großes Spektrum an angstvollen Emotionen. Und dann eben zu überlegen, welche, also es gehört noch zu I, ne, investigate, welche Bedürfnisse stecken eigentlich dahinter? Brauche ich Sicherheit? Brauche ich Mut? Brauche ich Zuversicht? Irgendwie, ne, was brauche ich da? Und dann das vierte, das N ist nurture, pflegen. Also dann sich selbst mit Mitgefühl behandeln und eben diese Bedürfnisse, also die dahinter abarbeiten stecken. Das klingt schon wieder so negativ, genau. Abarbeiten, ja, aber darauf einzugehen, mich Fürsorge. Damit befassen. Genau. Und das ist so das, wie man strategisch, strukturiert mit Ängsten arbeiten kann. Und wir sprechen aber hier von Ängsten im, ich sag mal, Haushaltsbereich. Ne? Wenn wir wirklich in einer Angststörung stecken, gefangen sind von spezifischen Phobien, ist es wichtig, das begleitet zu machen. Das ist Logo. Aber genau, dann kann man ja gucken, schaffe ich das mit Rain? Und dann kann ich ja den nächsten mit Schritt Rain, gehen. Meditation oder Yoga oder nicht. Das gehört ja zum N dann dazu. Ja, stimmt. Ne? Stimmt. Also, oder zum, das gehört eigentlich zu allem dazu, weil um alle Schritte zu machen, brauche ich immer Achtsamkeit. Achtsam durchs Leben mit Ruhe im Gewusel. Ja. Und das schön. Natürlich ganz besonders achtsam mit den Kindern oder auch ohne. Wobei am besten hat man Kinder dabei, wenn man von Haus zu Haus geht und als Gespenst verkleidet ist. Ich muss eigentlich eher lachen mit dem Typ. Ich auch. Finde ich den nicht wirklich gruselig, vor allem, weil du den im Schritt greifst. Das sieht ja jetzt auch eher lächerlich aus. Irgendwo muss man ihn ja anschalten. Also der baumelt dann bei uns. Also ich finde ihn nachts schon erschreckend, wenn man da plötzlich drankommt und eigentlich nur kurz zur Toilette gehen wollte. Ja, okay. Das kann ich verstehen. Und dann gucken dich diese Gruselaugen an. Aber dann merkst du schon, deine Alarmanlage ist nachts per se schon mal ein bisschen schärfer geschaltet. Ja, da sehe ich ja auch nicht, dass ich ihn noch vorher anschalten muss. Da hängt er da ja schon und reagiert auf Bewegung. Ich würde sagen, wir wünschen euch Happy Halloween. Happy Halloween, Happy Day, Happy Weekend. Nächste Woche, nächste Folge, Gewohnheiten. Genau, freue ich mich schon drauf. Diesmal Gewohnheiten ich bei Ruhe im Gewusel. Eine Woche nach Grusel im Gewusel. Tschüsschen. Tschüss. Ruhe im Gewusel, der neue Podcast mit Maike Heving und Helge Hinsenkamp. Produziert von Hinsehenkamp. Technik und Schnitt Tobias Schulze. Immer freitags und überall, wo es Podcasts gibt.